Jawohl. Und ab. Jetzt mal ein schönes Glas Wasser trinken. Wir hier in diesem Büro trinken übrigens Wasser vom Fonte Gizza. Fonte Gizza, das ist Gizwasser. Das ist sehr billig zu haben. Fonte Gizza heisst es so und ist, schmeckt aber so ziemlich gizzig. Ich habe heute also die Frontseite von der besten von allen Basler Tageszeitungen angeschaut und bin, um es gelind zu sagen, ganz ein bisschen perplex gewesen, als ich das gesehen habe. Ich finde es nicht wunderbar, dass da durch Kultur so viel Raum und Platz gewährt wird, also dass der Jackson Pollock hier auf der Front und dann sogar wieder auf der Kulturmagazin Front gerade zweimal Frontauftritt hat. Das ist nicht wunderbar, das lässt sich auch nicht sagen. Es lässt sich auch nicht sagen, dass natürlich die beste von allen Basler Tageszeitungen sich wirklich als Basler Tageszeitung, als regionale Tageszeitung versteht und das auch immer wieder zeigt und so wunderbare lokale Aufhänger hat, wie zum Beispiel das Basel beim lustigen Wien-Auftritt von Schweiz Tourismus nicht mitmacht. Das wird hier lang und breit erklärt. Innen wird nochmal das Gleiche nochmal lang und breit erklärt. Aber wie gesagt, eine Regionalzeitung ist eine Regionalzeitung. Das ist wunderbar. Vielleicht noch allenfalls unter dem Motto irgendwie auch Randsportarten dürfen leben und durchaus auch mal einen Anriss haben auf der ersten Seite. Unter diesem Motto könnte die Meldung laufen, dass doch Pascal Donati, der nicht Gastronom ist, nein, Pascal Donati ist Trainer bei der Biersfelder Starwings, das ist eine Mannschaft, die Basketball spielt, dass der Pascal Donati Trainer bleibt bei denen. Immerhin erfahre ich jetzt hier auf Seite 1, dass hier in der Region auch Basketball gespielt wird. Dann aber die andere Meldung noch einmal, ein bisschen Ausland dürfte drauf sein, ein ganz bisschen Ausland, nämlich dass der Herr Schlür und der Herr Kadami sich getroffen haben und offenbar nicht miteinander geschwätzt haben. Das ist immerhin auch ein Anreißer wert auf Seite 1, also nämlich, dass zwei Leute nicht miteinander reden, wo man eigentlich auch nicht anders erwartet hat, dass wir hier auf Seite 1 angerissen. Aber ich denke doch irgendwie, eigentlich gestern, wenn man ein bisschen die Medien mitverfolgt hat, was gestern passiert ist, nämlich, dass die Schweizer Bergmeister doch tatsächlich das Fett gebracht haben, Nein zu sagen zum neuen Kompromiss-Landesmantelvertrag, dass die Bergmeister Nein gesagt haben. Und dass das irgendwie doch ziemlich nachhaltige Folgen wird haben, wieder Streik könnte gehen und so weiter, dass das allenfalls eine ganz kleine Meldung, so irgendwie ganz versteckt zwischen Inhaltsverzeichnis und dem 8 Milliarden Verlust bei der Société Générale, eingeklemmt eine ganz kleine Meldung, nur wert ist. Und die Meldung sogar irgendwie zusammengeschnurft wird mit der Meldung, dass gegen die Weiterführung vom freien Personenverkehr eine Partei namens Schweizer Demokraten, immerhin erfahrt man hier, dass es die noch gibt, und uns das Referendum ergreifen gegen die Ausweitung vom freien Personenverkehr. Aber das ist durch den besten von allen Basler Tageszeitungen ein ganz kleines Muckefürzli wert. Soweit die Ausführungen zur heutigen Seite 1 von der besten von allen Tageszeitungen. Ich habe ein bisschen weitergeblättert und ich muss sagen, innen natürlich nur das Beste vom Besten. Vor allem, wenn man einmal mehr die beste von allen Forms-Laserseiten anschaut und dann das Laserbild vom Tag, was sieht man? Goldige Trommeln im goldigen Winter. Ist das nicht schön?